gewisse Weise einfach noch ein bisschen mehr getan wird. Und wenn ihr euch an das Schaubild von Intensitätsverstärker und Intensitätsverminderer erinnert, man versucht dadurch ein bisschen aus diesem Normalbereich rauszukommen, sodass dann nochmal mehr Eindrücke bleiben, das noch stärker mit Emotionen, mit Erlebnissen, mit persönlichen Betroffenheiten angereichert wird und auch Suchprozesse zu inneren Bildern, zu diesen Themen, mit dem Raster dieser Themen ausgelöst werden. Und das hilft natürlich sehr, dass Lernprozesse anzustoßen, die persönlich bedeutsam bleiben. Und wir gehen halt davon aus, dass nur solche letztlich relevant sind für euch, die auch persönliche Bedeutsamkeit erlangen. Es aber trotzdem nicht in so ein Extrem zu treiben, sondern recht nah am konkreten Berufs- und Arbeitsleben zu lassen, sodass das Transferproblem nicht so groß ist. Man kann natürlich versuchen, sehr viel mehr jemanden in die Ruhe und in die Outspace-Zeit zu bringen. Das kann dann ein besonderes Erlebnis sein. Die Frage ist, ob das dann einen Zusammenhang findet zu der normalen Mentalität oder zu den Ich-Zuständen, in denen dann jemand nachher arbeitet, ist eine andere Frage. Und ihr kennt vielleicht das Konzept der Ego-State-Bound Memories. Das heißt, viele Erinnerungen werden eben abgespeichert in bestimmten Schichten der Persönlichkeit, die auch aktiv sein müssen, wenn ich arbeite. Wenn die in einem ganz anderen Bereich der Persönlichkeit arbeiten, kann das sein, dass das, was dann dort angereichert ist, einfach nicht rübergereicht wird. Also es ist auch so ein Balanceakt. Ne? Wie nahe an der normalen Funktionsweise eines Menschen, mit der er dann auch diese Arbeit tut, für die dieser Lernprozess sein soll, arbeite ich, und da verzichte ich lieber mal auf ein spektakuläres Erlebnis, obwohl das die Leute ja gerne mögen, aber es bleibt näher in ihrem Normalbereich, und die Chance, dass es dorthin nein dann integriert wird, ist vermutlich dann einfach größer. Wenn ich weit weg davon komme und eine umso intensivere Erfahrung auslöse, kann der Effekt natürlich dann auch entsprechend höher sein. Ich glaube, das ist irgend so ein Produkt von Nähe zu der Verfasstheit, in der ich auch arbeite, und Intensität der Erfahrung, Betroffenheit bei der Erfahrung. Also das nur so ein bisschen als strategische Überlegung, wie man dann mit solchen Methoden auch arbeitet. Ich ermutige immer sehr, mit geleiteten Fantasien zu arbeiten, wenn man da nicht so schwülstig auf einen esoterischen Trip oder auf einen Emotionstrip damit gehen. Da habe ich noch nie irgendwelche Probleme, auch in größeren Auditorien, damit gehabt. Und die Leute mögen das sehr, und es schafft sofort eine andere Art von Aufmerksamkeit. Also das, was das Dialogmodell der Kommunikation meint, nämlich so eine innere Förderung der inneren Dialogfähigkeit zwischen bewussten Inhalten und unbewusst intuitiven Inhalten, das wird durch ein Einstreuen von der geleiteten Fantasie sehr gut gefördert. Und die meisten Leute mögen das, und es ist eine, wenn ich also auch von der Anstrengungsökonomie der Leiter her, muss ich sagen, das gehört zu den leichtesten Aufgaben. Also ich habe es einfach leicht, wenn ich Leute in Draht versetze. Ein Publikum, das ich nicht gut einschätzen kann, wenn ich die erstmal in Draht habe, dann fühle ich mich gut genug, dass ich so meine Bedenken überspringen kann. Und dazu ist ja auch nicht schlecht, wenn es dazu hilft. Wenn man nicht zur Überheblichkeit neigt und plötzlich den großen Magier raushängt. So, jetzt möchte ich gern so ein paar Leitdifferenzen und Überlegungen zu dem Thema Professionalität jetzt noch anfügen. Es gab so lange Zeit, wir haben unsere Weiterbildung dann einfach Weiterbildung genannt, während der Rolf Balling, glaube ich, zumindest in meinem Gesichtskreis, fing damit an, ihre Weiterbildung Professionalisierung zu nennen. Und ich fand es am Anfang irgendwie nicht richtig passend, weil ich eher die Weiterbildung drin gesehen habe. Aber je länger ich darüber nachgedacht habe, desto mehr ist mir eigentlich klar geworden, wenn es bestimmte Kriterien erfüllt, ist tatsächlich die Benennung als Professionalisierung die richtigere. Und da, so kam ich jetzt zu dieser Definition von Professionalisieren. Nämlich von Professionalisieren kann man sprechen, wenn im Zentrum einer Weiterbildung das Verstehen eines Berufsbildes und der Erwerb einer beruflichen Identität stehen.
wenn ich jemand einfach nur, nicht, also nur, das ist ja nichts Minderwertiges, aber wenn ich jemandem Skills und Kompetenzen und Fertigkeiten beibringe, aber dabei mich nicht besonders darum kümmere, ob er die in eine Identität, in ein Verständnis seines Berufs integriert, dann würde ich das eine Weiterbildung nennen, was etwas Gutes und Wichtiges ist. Wenn im Vordergrund steht, dabei eine professionelle Persönlichkeit zu bilden, sehr viel mehr aus der Haltung und aus der Selbstfindung eins Professionelle heraus zu arbeiten und die konkreten Dinge, die wir natürlich machen, immer auch mit dem Fokus und wie wird daraus ein professionelles Selbstverständnis und das Selbstverständnis, sich in einem professionellen Feld zu bewegen, dann finde ich das richtig, das eine Professionalisierung zu nennen. Ich habe ja vorher gesagt, Professionen sind und Professionalität heißt das Zuhause sein in einer Profession. Und es geht eben davon aus, dass das eben nicht nur ein Prozess das Ansammeln und Erwerb von Kompetenzen ist, sondern dass es auch ein Werteprozess der Persönlichkeit ist. Wir haben ja einige Verwirrungen, wenn die Menschen versuchen, sich am Markt zu positionieren und zu sagen, ich stehe für etwas. Da ist ein Kunderbund der Dinge, an denen über die die Menschen sich definieren möchten, wer sie sind. Die einen sagen, ich mache Großgruppen. Die anderen sagen, ich arbeite emotionsbetont. Die dritten sagen, ich bin Spezialist für die und die Methode. Oder ich arbeite strategieorientiert. Und die Dimensionen, in denen die Leute sich definieren wollen, sind da sehr vielfältig und sind eigentlich Teilaspekte jeder umfassenden Professionalität. Und mein Vorschlag ist, das ist ganz wichtig, ist, dass sich jemand nicht über so einen Teilaspekt in seiner Identität findet, wenn jemand sagt, ich mache Aufstellungen und das soll seine Professionalität definieren, dann muss der immer Aufstellungen machen, um zu wissen, wer er ist. Und das ist natürlich in Kontexten, für die eine Aufstellung nicht geeignet ist oder zu ressourcenraubend ist, eine Begrenzung. Da wäre gut, dass er die gleiche Professionalität auch leben könnte mit sehr viel einfacheren Verfahren. Also Professionalität ist wie die Musik, die in einem entsteht. Und nicht definiert durch das Instrument, das er gerade spielt. Und das Unverwechselbare einer Professionalität ist der Sound, nicht das Lied, das er gerade produziert. Und da komme ich danach, das ist schon fast ein bisschen eine mythische Beschreibung von Professionalität. Und trotzdem ist es nicht eine esoterische Überhöhung. Denn ich bin ganz sicher, dass der Markt danach funktioniert, dass die Leute ein Gefühl für einen Sound, für einen professionellen Sound eines Menschen oder einer Firma haben und dass es gar nicht so wichtig ist, welches Lied das gerade ist, mit welchem Thema die gerade unterwegs sind oder über welche Arbeitsmethode das gerade definiert wird. Die kaufen eine Professionalität ein, weil sie meinen, dieser Sound, natürlich eine Metapher, oder diese Kultur, diese Art, auf Dinge, auf Menschen zuzugehen, die ist es, die sie haben wollen. Deswegen finde ich das für eine gehobene Professionalität ganz wichtig, das Selbstverständnis abzulösen von einem Set an Inhalten, die müssen austauschbar sein, von einem Set an Methoden, die sollten austauschbar sein, zugunsten von Grundfiguren, Werthaltungen, Lernverhalten, Verhalten und Inszenierungsstilen. Und da führen wir Von daher kommen wir auch dahin, dass wir die Professionalität immer mehr durch das Wie definieren als durch das Was. Also immer mehr durch die Kultur der Profession. Ich verwende diesen Begriff von Professionskultur ja sehr häufig. Ich weiß nicht, ob es überhaupt noch viele Berufe gibt, die man durch Erwerb durch Eintritt in eine Tradition noch erwerben kann.
Aber ganz klar ist, dass für gehobene Berufe das heute eigentlich kaum noch der Fall ist. Es geht nicht darum, ein fertiges Berufsverständnis von gestern zu erwerben, so wie man halt lernt, wie man es macht, sondern erstens, es muss immer ein persönlich professionelles Profil draus werden. Zumindest, wenn man ein personales Verständnis von Professionalität hat. Und es muss immer irgendwie eingepasst werden in den Rahmen und die Lebenswelt einer professionellen Gemeinschaft. Ja, und ich plädiere eben für einen Paradigmenwechsel. Culture first. Yes, we can. Also, jetzt ist so ein bisschen ein Schlachtruf, aber es gefiel mir gut, wie ich das Zeichen geschrieben habe. Das Kernprodukt ist Kultur, das Medium ist Kultur und der Haupteffekt ist Kultur. All you need is culture. Ba, 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 ba. Also die Inhalte und die Formen dafür sind austauschbar. Sie sind aber wichtig. Also ich möchte jetzt nicht, dass das so ein esoterisches Gebabbel da wird, so wie man früher einfach irgendwie von Prozess geredet hat, weil man nicht gewusst hat, was man meinte. Und trotzdem ist es wichtig. Und das hat eine spirituelle Dimension. Weil in den meisten spirituellen Schulen, da sind wir wieder bei Moses und Aaron, ist ein ganz wichtiges Ziel, dass ich nicht den gegenwärtigen Entscheidungsformen anhafte. Dass die gegenwärtigen Erscheinungsformen zwar Ausdrucksmittel dessen sind, was gemeint ist, aber die Essenz dessen ist eigentlich durch keines dieser Erscheinung, keine dieser Erscheinungsformen definiert. Also euch kann ich das ja vielleicht zumuten, aber das wird dann wirklich ein bisschen abstrakt und kompliziert. Also eine gute Professionalität ist so wie eine Spiritualität. Ja? Nur, es ist wie ein Lichtstrahl. Den Lichtstrahl kann man nicht sehen, wenn er nicht auf irgendeine Oberfläche trifft. Man sieht ihn erst, wenn er auf eine Oberfläche trifft, zum Beispiel wie eine Methode, mit einer Methode gearbeitet oder mit, oder welche Konzepte gewählt wird oder wie mit Menschen umgegangen wird und so weiter. Sie spiegelt sich dann schon in dieser Oberfläche. Aber das Licht ist nicht die Oberfläche. Ich sehe sie nur in der Spiegelung in der Oberfläche. Das, was ich aber sehe, ist immer eine Mixtur zwischen dem Licht, das da drauf fällt, und der Natur der Oberfläche. Wenn es die Oberfläche ganz schwierig ist, zum Beispiel ich in einem Arbeitsfeld bin, in dem die Umstände sehr schwierig sind, dann zeigt sich meine Professionalität immer in dieser Verunglimpfung durch dieses schwierige Arbeitsfeld. Und dann denke ich, die Professionalität ist schlecht. Und da ist es natürlich sehr schön, wenn ich an den richtigen Platz komme und mit den richtigen Methoden, den richtigen Konzepten arbeite, weil dann das Licht meiner Professionalität auf andere Oberflächen trifft, in denen sich eben meine Essenz, die ich in die Welt zu bringen habe, auch anders zeigt. Nur ist es so, dass natürlich diese Essenz sich dann aber auch weiterentwickelt. Also das Licht hat auch schlechtere und bessere Qualität. Und ich bin natürlich dann interessiert, die Qualität dieses Lichtes, also meiner Seinsweise, meiner professionellen Seinsweise eben auch weiterzuentwickeln. Und das ist ein kompliziertes Wechselspiel. Und wenn es dann ein bisschen trübe daherkommt, weiß ich nicht, ist das Licht gerade trübe oder liegt es daran, dass bei dieser Oberfläche der Gesamteffekt trübe ist. Und das ist ein erkenntnistheoretisches Paradoxon, aus dem man letztlich nicht rauskommt, mit dem wir aber irgendwie umgehen müssen. Und das Ziel letztlich ist, eine professionelle Essenz zu entwickeln. Also zumindest wie ist es das für mich? Die aber nie in Reinform zu beobachten ist, sondern immer nur in dem Niederschlag, in dem sich es halt zeigt. Und trotzdem spürt man es hindurch. Es ist transzendent. Ja, und wenn es dann kompliziert und wertvoll ist, dann nennen wir es systemisch. Also das Systemische daran ist, wenn eben
eine Metaperspektive dabei ist. Also wenn man sich der Tortur unterzieht, der ihr euch hier unterzieht, dass wir so viel Metareflexionen zum Thema Professionalität, Beratung, Organisation und so machen, sodass wir nicht nur die Dinge tun, sondern gleichzeitig darüber lernen, zu reflektieren und uns zu organisieren, wie man es macht, dass wir die Dinge tun können und wie wir sie weiterentwickeln können. Das ist dann der dritte Schwan oder vielleicht gar der vierte. Dann fragt man sich dann, wie kann auf diese Weise eigentlich eine Identität entstehen? Und ich sage dann immer, es gibt sehr unreife Formen, Identität entwickeln zu wollen, indem man nämlich sagt, einer meiner Sprüche lautet, glaube ich, solange man gegen jemand anderen treten muss, um zu wissen, wer man selbst ist, ist man noch recht unreif in seinem Selbstverständnis. Also Identitätsentwicklung kann nicht heißen, über Abgrenzung sich zu definieren, das ist eine unreife pubertäre Form. Was viele auch versuchen, ist Identität dadurch zu definieren, dass sie einen USP haben. Also dass sie etwas für sich als einzigartig und neu beanspruchen, das sonst keiner hat und das es bisher noch nicht gegeben hat, was in der Regel fake ist. Also ist völlig unwahrscheinlich, dass in einer Gemeinschaft so viel kluger und kompetenter Menschen nicht die allermeisten an die wesentlichen Punkte auch kommen. Und wenn man die jetzt für sich pachten möchte und nur dann sich als einzigartig sieht, wenn man sich irgendwas rausglaubt und ist dazu stilisiert, dann ist man armselig dran. Und es ist ja manchmal erschütternd, dass sich Leute irgendein Konzept, das jeder kennt, dazu ein Bildchen malen und ein kleines C dann drunter hauen und auf diese Weise meinen, sie sind dann wer. Und deswegen sage ich, es hat keinen Sinn, seine Einzigartigkeit dadurch zu demonstrieren, dass man meint, etwas zu haben, was niemand anderer sonst hat, sondern die Einzigartigkeit besteht in dem Bouquet, also nicht in dem ich Blumen in meinem Strauß habe, die sonst kein einziger hat, sondern in der Art der Zusammenstellung. Und das gibt einen ganz für den die anderen eben bei mir den Auftrag vergeben sollen und nicht bei einem anderen. Und das ist eine andere Metapher für das, was ich meine mit diesem unverwechselbaren professionellen Licht, für das ich da stehe und das ich mir im Laufe der Zeit erworben habe. Also so viel zu Professionalität und zu professioneller Identität. Und ich habe ja bei dem Thema Arbeit mit Identitätsüberzeugung auch gesagt, welche magische Wirkungen auch Identitätsüberzeugungen haben. Die organisieren ganz viele Dinge. Deswegen ist es wichtig, diese identitätsbildende Selbsterzählung auch auf eine gute Weise vorzunehmen und weiterzuentwickeln. Jetzt möchte ich einfach noch ein bisschen über die Entwicklung von Kompetenzanforderungen und Verständnis von Schlüsselqualifikation reden, weil wir da eine enorme Entwicklung im Markt in den letzten 30 Jahren hatten. Ich weiß nicht, ob euch das so klar ist, aber ich bin eben so von den ersten wilden gruppendynamischen Zeiten her an vorbei und habe von daher doch eine Wahrnehmung dafür, wie sehr sich der Markt da entwickelt hat. Und nicht alle Verbände haben das gemerkt. Also einige Verbände werden absterben, weil die das Geschäft von vor 30 Jahren betreiben. Aber sie finden auch noch Kunden wie vor 30 Jahren. Eine Zeit lang hält das noch, aber nicht ewig hält das nicht. Ich bin immer wieder erstaunt, wie lange es hält. Weil ich als immer vorwärtsstrebender Moses natürlich davon ausgegangen bin, dass das Alte binnen von 5 bis 10 Jahren abstirbt. Und das habe ich auch meinen TA-Kollegen prophezeit, wenn er weiter Mickey Maus TA macht, wird es uns in 10 Jahren nicht mehr geben. Habe ich mich geirrt. Also erstens ist es nicht Mickey Maus geblieben, auch da hat sich vieles entwickelt. Wenn auch gemächlicher und in manchem nicht so nach den Gütekriterien, die ich so richtig gut gefunden habe, aber es hat sich natürlich auch da vieles entwickelt. Und es ist einfach erstaunlich, wie langlebig traditionelle Organisationen sind und trotzdem leben sie nicht ewig. Sie denken dann, es geht doch, aber manche stürzen dann doch einfach ab.
Ja, heute sind wir ja doch etwas weg davon, von Fachkenntnissen, also über Fachkenntnisse hauptsächlich unsere klassische Fachkenntnisse, unser professionelles Können zu definieren, sondern man spricht heute von Schlüsselqualitäten, die ziemlich universell sind. Also Designkompetenz, dass man Strukturen und Prozessketten entwerfen kann. Rollenbewusstsein, Kontextbewusstsein, dass man Ressourcenmanagement gehört heute, zumindest wenn man nicht in bestimmten Komfortzonen des öffentlichen Dienstes noch ist, wo das vielleicht nicht so eine Bedeutung hat, immer dazu, dass man ressourcenbewusst umgeht, dass man mit knappen Ressourcen wirtschaftet oder mit vorhandenen Ressourcen sich verantwortlich fühlt, damit einen möglichst großen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Fragen des Timings sind heute ganz wichtig geworden. Vernetzung ist wichtig geworden. Ich will diese Sachen jetzt gar nicht einzeln diskutieren, sondern nur aufzeigen, dass da ganz andere Gütebegriffe vorkommen heute, für die man sich vor 30 Jahren nicht interessiert hätte. Fokussierte Kommunikation, gut, Kooperation, Führung und Verantwortung, dass man damit umgehen kann, dass man aber, glaube ich, heute bewusster und differenzierter damit umgehen kann, sind ständig überall sich erhöhende Anforderungen. Und unsere Gesellschaft wird ja immer marktwirtschaftlicher organisiert, unsere Sprache wird immer marktwirtschaftlicher. Ich finde das nicht unbedingt schlecht, weil es einfach der Tatsache Rechnung trägt, dass wenn ich etwas sein, tun und erreichen möchte in einem sozialen Gefüge, dann muss ich mich auch mit diesem sozialen Gefüge in einem freien Aushandelsprozess, wenn es eine gute Marktwirtschaft ist, keine fehlgeleitete, auseinandersetzen, was Wert hat und was nicht. Und dass eine gute Marktwirtschaft, wenn sie funktioniert, ist ja ein sehr gutes System, die Allokation von Ressourcen zu regeln. Das heißt, man konkurriert umeinander und die relativ besten Lösungen haben, die kriegen relativ mehr Ressourcen zugeführt, um auf diese Weise eben die Wohlfahrt in der Gesellschaft am meisten zu erhöhen. Dass das alles durch viele andere Prozesse untergraben und konterkariert ist derzeit, das wissen wir auch. Aber ich hoffe, dass wir, also ich glaube, das marktwirtschaftliche Prinzip ist eigentlich eine große Errungenschaft, wenn es nicht pervertiert wird, wie es jetzt oft der Fall ist. So, also was kompetent ist, entscheidet der Beobachter oder über Kompetenz, die zum Markte getragen werden muss, entscheiden die Marktteilnehmer. Und ich hoffe, dass das immer mehr der Fall sein wird. Wir haben gestern am Tisch ja darüber gesprochen, dass es unbedingt notwendig ist, dass die Universitäten und Hochschulen, dass die nicht davon leben dürfen, dass sie nachher die Berechtigungen vergeben und deswegen jeder, der diese Berechtigung haben möchte, auch mit einer miserablen Qualität ihrer Bildungsleistung zufrieden sein muss, sondern dass diese Monopole aufgebrochen werden und dass es wird in absehbarer Zeit von den Lehrinstituten unabhängige Akkreditierungsinstanzen geben, bei denen jeder seine Bildungsleistungen einreichen kann und dann kann er sie dort holen, wo er einen qualifizierten Anbieter hat. Und muss nicht dort eine miserable Qualität akzeptieren und sich anpassen, weil er sonst dessen Berechtigungsschein nicht kriegt und es zu viele Opportunität, es zu viele Kosten bedeutet, zu einem anderen Anbieter, der genauso monopolistisch agiert, zu wechseln. Also wenn wir da den Markt, wenn da echte marktwirtschaftliche, freiheitliche Prozesse einsetzen, ist es ein dringend notwendiger Impuls, den unsere öffentlichen Bildungseinrichtungen auch brauchen, weil dann ihre Existenz in Frage gestellt ist. Und ich hoffe, dass das relativ bald kommt, also Stichwort Kopenhagen-Prozess. Wo dies der Fall? Ja, also und von daher eben die Bedeutung von lizenzgebenden Organisationen, die sich dann oft wie Monopolisten auf dieser Berechtigungsschiene ausruhen, die wird dann zurückgehen, auch die Zugehörigkeit zu bestimmten Verbänden, wo
wo man eben die Lizenzen nicht kriegt, wenn man nicht in diesem Verband ist und deswegen dort alles mitmachen muss, weil es zu anstrengend ist, den Verband zu reformieren. Auch das wird zurückgehen, beziehungsweise es werden solche Fachorganisationen Autorität entwickeln und behalten, die sich auch an die relevanten Märkte dann ankoppeln können. Also ich erhoffe mir schon auch wirklich eine Belebung und eine Qualifizierung durch solche Verhältnisse. Also wir kommen da langsam aus den feudalistischen Dimensionen heraus. Dann wollte ich euch einfach nochmal was sagen, dass die Vielschichtigkeit der Kompetenzerwartungen, wie die zugenommen hat im Laufe der Jahre, was eben auch heißt, dass wir heute in der Weiterbildung viel sinnhafte und diese Vielschichtigkeit bedienende Lernformen entwickeln müssen. Als ich TA gelernt habe, vor 30 Jahren, lernte man 4, 5 TA-Modelle und man brachte Monate damit zu, Kommunikation zu üben, richtig zu hören, in welchem Ich-Zustand der andere ist, wenn er spricht, den eigenen Ich-Zustand richtig zu identifizieren, ob es eine gekreuzte oder eine komplementäre Transaktion ist, richtig zu identifizieren. Und die gesamte Qualifikation als Transaktionsanalytiker besteht darin, diese Kommunikation im Frame der Transaktionsanalyse wirklich zu beherrschen und optimal zu gestalten. Und wenn man das dann konnte, hat man dann die Abschlussprüfung, die internationale, bestanden und war Transaktionsanalytiker. Und wenn man als Psychotherapeut Transaktionsanalytiker war, war man dann einfach Psychotherapeut. Die direkte Kommunikationskompetenz in der Situation macht heute bei uns 10-15% der Kompetenzen aus, um die wir uns bemühen, wenn wir Menschen qualifizieren. Es gibt ganz viele Kompetenzen, die heute wichtig geworden sind für ein erfolgreiches professionelles Arbeiten. Und ich habe mal versucht, hier einige aufzuzeigen. Also es kommt, was dazu kommt, ist zum Beispiel die Designkompetenz. Deswegen machen wir zunehmend Designübungen. Es muss jemand in der Lage sein, Drehbücher zu entwerfen und nicht nur in der Situation optimal zu kommunizieren. Das ist immer noch wichtig, aber es ist halt nur, was früher alles war, ist heute nur noch ein Bruchteil dessen. Heute spielt auch eine große Rolle, ob ich eine angemessene Fachkompetenz mitbringe, Feldkompetenz. Je marktwirtschaftlicher organisiert unsere Berufe werden, umso mehr brauchen wir auch eine Marktkompetenz. Wir müssen auch lernen, auf welchen Märkten wir uns wie präsentieren. Dazu kommt ein Verständnis von Produkt. Wir brauchen Netzwerkkompetenzen. Wenn man heute beruflich gut unterwegs sein will, braucht man einfach Leute, die sich gerne mit einem vernetzen, die man ins Spiel bringt, die einen ins Spiel bringt, und da finden sich dann oft wirklich auch die richtigen, manchmal sektenartig verengt oder manchmal die ganze Vielfalt gut zusammenfügend. Was wir heute auch brauchen, ist, jeder muss lernen, eine Sichtbarkeit zu erzeugen. Also sobald, mal gut, wenn jetzt jemand einfach eine Praxis, eine Beratungspraxis hat und er berät sehr gut und das spricht sich rum, muss er sich darüber hinaus nicht besonders um Sichtbarkeit bemühen. Aber wir leben in einer Zeit der totalen Überangebote. Also in der, wie Ruth Kohn das gesagt hat, in der Zuvielisation. Es gibt von allem zu viel Angeboten. Das heißt, wenn man zum Zug kommen will, muss man ist bei Bescheidenheit nicht angesagt. Man muss sich irgendwie erkennbar machen, auf sich aufmerksam machen. Aufmerksamkeit ist ein äußerst knappes Gut geworden in unserer Gesellschaft. Alles konkurriert um diese Aufmerksamkeiten. Und da können wir uns entziehen. Aber ob das klug ist, einmal vom wirtschaftlichen Erfolg her, aber auch ob es klug ist, von unserem Wunsch gesellschaftlich Einfluss zu nehmen, das ist sehr fraglich. Also da hat es keinen Wert, sich zu verweigern, aber man muss aber einen guten Stil für Sichtbarkeit finden und man muss auch eine gewisse Originalität dazu entwickeln. Also irgendwas von der Stange will heute keiner mehr, obwohl ich mich wundere, wie gut ganz traditionelle Trainings
Unternehmen noch eigentlich Geschäfte machen wie ASB in Heidelberg oder so mit ihren Standardkursen, die seit Jahrzehnten Leute, die halt wissen, da schickt man mal die Leute auf jeden Fall hin. Das Geschäft funktioniert eigentlich immer noch sehr viel besser, als ich das recht finde. Aber gut, leben und leben lassen. Na, ich denke mal, was können wir mit den Ressourcen machen? Was können wir mit der Bereitschaft zu lernen der Leute machen? Was können gut, aber die bewegen, entwickeln sich wahrscheinlich auch fort und ich erkenne da vielleicht auch vieles von außen nicht. Ich will da jetzt rüber auch nicht herziehen. Dann, was heute auch mehr denn je gefragt wird, einerseits eine Feinsinnigkeit, eine Sensibilität und gleichzeitig eine Robustheit. Also wir müssen da ein Spektrum in uns entwickeln. Wir müssen ganz, ja, ganz empfänglich, ganz schwingungsfähig sein und trotzdem darf es uns nicht umhauen, wenn es mal zur Sache geht. Also wir brauchen da wirklich auch emotionale Kompetenzen in einem Maße, wie wir sie vor 20 Jahren nicht gebraucht haben. Dann kommt noch eine andere Dimension dazu, in der ich mich ziemlich üben muss. Ich bin so ein ganz bodenständiger Typ. Also wenn es nach mir ging, ich würde dann irgendwo in der Hütte sitzen und wenn die Leute wollen, können sie ja zu mir kommen und ich berate sie dann. Das wäre die bodenständige Version. Aber damit, das allein reicht nicht aus, sondern man muss auch einfach eine Weltläufigkeit zeigen. Und es war, Wiesloch wurde sehr geschätzt über Jahre, war aber immer so ein bisschen die Frage, ist das nicht zu provinziell? Und da haben wir uns aufgemacht und haben ganz klar gesagt, nein, Wiesloch ist nicht provinziell und wir haben uns ganz bewusst geöffnet, den Gesellschaftsbereichen, den Verbänden gegenüber, mehr international orientiertes Arbeiten, um so diese Versponnenheit, die manche mit der Sockenkultur bei uns verbinden, um uns damit nicht das Etikett, das ist so ein liebenswerter Dorfverein, aber wenn es wirklich um Gesellschaftsgestaltung geht, das ist nicht das Richtige, haben wir wirklich auch daran gearbeitet und es ist uns auch jetzt sehr gut gelungen, zu zeigen, dass wir da auch eine Weltläufigkeit haben. Da hilft natürlich zum Beispiel auch, dass ich als einziger Deutscher und Erster im Organisationsbereich eben diesen internationalen TA Eric Byrne Memorial Award letztes Jahr gekriegt haben. Da freue ich mich drüber. Und natürlich, das nutzen wir auf eine diskrete Art natürlich auch zur Imagebildung, weil das dann hilft, die Leute davon zu überzeugen, wenn ich zu denen gehe, was ich gut finde, dann gerate ich nicht in die provinzielle Ecke, sondern dann bin ich beim Internationalen dabei. Was genau das Internationale ist, ist dann nicht mehr so wichtig. Ja, und wir brauchen Kulturkompetenz und Metaperspektiven. Also das sind so Begriffe, die vielleicht einfach deutlich machen, wie groß das Spektrum heute von Kompetenzperspektiven geworden ist. Das haben wir so vor 20 Jahren nicht gekannt. Und die, die heute professionell sich entwickeln wollen, die haben auch einfach sehr viel mehr Lernaufgaben zu bewältigen, als wir mit der Gruppendynamik vor 35 Jahren angefangen haben. Es ist beschämend, was wir damals konnten. Wir haben 2, 3 Konzepte gehabt, da haben wir 2 Stühle. Du setzt dich auf den Stuhl, du sagst irgendwas und ich sage, lass es raus und jetzt bin ich Therapeut. Sehr vereinfacht, aber und die wir aus der Psychotherapie kommend in der Wirtschaft Eingang finden konnten, das war damals noch sehr leicht, weil die sich für Psychologie interessiert haben, aber wenig Urteilsvermögen hatten, ob die das wirklich brauchen können. Und da waren wir gern gesehener Gast. Es war auch eine Zeit, in der man nicht so auf die Ressourcen geguckt hat. Die Bildungsabteilungen waren in vielem hobbymäßig unterwegs. Was sie halt am meisten interessiert hat, haben sie halt auch gemacht. Das hat niemand so recht gestört. Das waren tolle Bedingungen für unser Eins da einzusteigen. Wenn heute jemand da einsteigen will, braucht ein ganz anderes Niveau, dass er überhaupt irgendwann mal einen ersten Euro verdient. Also muss man auch einfach sehen, das ist wirklich sehr viel schwieriger geworden. Das hatten wir schon, die Kompetenzformel. Gut. Ich glaube, ich erzähle.
Jetzt. Okay. Ich wünsche uns allen jetzt ein bisschen Erholung und wir sehen uns dann ja nachher um 7:30 zu unserem gemeinsamen Abend. Und in dem Kreis geht es dann hier wieder morgen weiter um 9:00. Vielen Dank für den Wink mit dem Zaunpfahl.